Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich heiße Felix und heute gibt es ein zusammenfassendes Update zum Founder-Update von gestern, das die beiden Gründer Christian und Alexander von Profit Wallet hochgeladen haben. Zusätzlich wollen wir uns am Ende natürlich auch meine Statistiken anschauen. Wie gewohnt, ich mache Videos zu Profit Wallet, wenn neue Dinge passieren, wenn neue Dinge kommuniziert werden. Genau das war gestern der Fall und das war auch der Anlass für dieses Video. Dementsprechend hier jetzt kurz diese Punkte im Video zusammengefasst. Ihr findet das Video natürlich unten in der Videobeschreibung, falls ihr euch das komplette 20-minütige Founder-Update hier nochmal anschauen wollt. Die wichtigsten Punkte, die ich mir jetzt rausgegriffen habe, zumindest für mich, waren zum einen die zu deren Investmentstrategie, was sie in der Vergangenheit bzw. in Zukunft ändern wollen. Da gab es nämlich drei grundsätzliche Punkte, was den Bereich Mining, was den Bereich DeFi als auch den Bereich NFT anging. Und zwar im Bereich Mining gab es jetzt die Info, dass alle Geräte angeschlossen sind, insgesamt 2639 Mining-Geräte. All diese Geräte sind jetzt am Netz angeschlossen und schürfen täglich Satoshis, wenn es gut läuft, sogar ein paar Bitcoins. Und es gibt eine Vision des Teams, also der beiden Gründer, beziehungsweise es ist schon keine Vision mehr, sagen sie, sondern mehr schon eine Überlegung, die konkrete Maßnahmen im Oktober bzw. November mit sich bringt. Und zwar überlegen sie, eine eigene Mining-Farm zu eröffnen. Dafür werden sie voraussichtlich eben im Oktober, November nach Mittel- bzw. Südamerika reisen, um sich Locations, um sich bestimmte Bedingungen anzusehen. Das wurde jetzt bereits angeteasert. Vielleicht gibt es dann am 23.09., wenn das große Event stattfindet, noch mal mehr Informationen dazu. Ich werde euch dahingehend natürlich auf dem Laufenden halten. Das war, wie gesagt, das, was sie jetzt bereits angeteasert haben. Dann der zweite Bereich, und zwar DeFi. Hier legen sie jetzt viel mehr Wert auf Ethereum, also mehr Exposure zu Ethereum. Das hört man tatsächlich von ganz, ganz vielen Seiten, dass die Leute mehr Wert legen auf Ethereum. Zum einen natürlich der Fokus, weil Ethereum diesen großen Use Case hat, und zum zweiten natürlich auch, da Ethereum mittlerweile deflationär ist und die Staking-Erträge, die ausgeschüttet werden, nicht durch inflationäre Coins erzeugt werden, sondern tatsächlich durch den Use Case von Ethereum, durch die reellen Staking-Rewards, die durch Fees erzeugt werden. Und der dritte Punkt war im Bereich NFTs, den Sie kurz angesprochen haben. Hier wollen Sie jetzt ca. 3-9% des frischen Kapitals, das eingezahlt wird, monatlich dazu verwenden, um in fundamentale NFT-Projekte zu investieren. Das sind die größten Änderungen, die Sie jetzt hier mitgeteilt haben. Natürlich wie immer keine konkreten Projekte genannt, da, wie ihr wisst, wenn man konkrete Projekte nennt, vor allem im DeFi-Bereich, das schmälert den eigenen Return. Vor allem natürlich, wenn man dahingehend mit größeren Investitionssummen jongliert. Um dann noch kurz auf das Event, das am 23.09. in Österreich stattfindet, einzugehen. Man kann noch Tickets bis Ende dieser Woche kaufen. Bis Ende dieser Woche werden sie über den Telegram-Bot verfügbar sein. Ich werde euch gleich nochmal zeigen, wie man diese erwerben kann. Die Tombola bzw. die Verlosung der Tickets wird live übertragen werden, das gesamte Event nicht, aber die Tombola wird live übertragen werden. Also wenn jemand Ticket besitzt, kann man sich das live anschauen. Dafür ganz wichtig, darauf haben sie extra nochmal hingewiesen, auf jeden Fall den KYC bis zum 20.09. abschließen. Ansonsten qualifiziert man sich nicht für diese Verlosung. Wie funktioniert jetzt das Ganze? Wir schauen uns das hier nochmal kurz im Telegram-Bot an. Und zwar geht ihr einmal auf das Feld hier unten, dann wählt ihr das FAQ aus, dann sollte das hier aufpoppen und dann geht ihr auf Activate KYC, müsst dann euren Personalausweis am besten vorliegen haben. Das ist ein Prozess von maximal 5 Minuten, wenn man die Daten hier zügig eingibt, und anschließend sollte dann hier unten stehen, der KYC was carried out successfully. In der Regel passiert das innerhalb weniger Stunden, dass die Dokumente verifiziert werden. Und solltet ihr das ordentlich gemacht haben, dann ist das, wie gesagt, eine Sache von einem sehr, sehr kurzen Zeitraum. Meiner ist eben abgeschlossen. Was zusätzlich noch wichtig ist hinsichtlich des KYCs, solltet ihr mal euer Handy verlieren oder sonstiges mit euch passieren, Todesfall, was auch immer, dann könnt ihr mit diesem KYC nachweisen, dass dieser Telegram-Account zu euch gehört. Habt ihr keinen KYC gemacht, ist nicht eindeutig, dass ihr zu diesem Account gehört, und könntet dann dementsprechend auch nicht nachweisen, dass die Funds, die Gelder, die gerade hier liegen, zu euch gehören. Und dieses ganze Thema spielt unter anderem nicht nur bei den Tickets, die wir jetzt hier sehen, eine Rolle, sondern unter anderem auch im Teamaufbau. Heißt, wenn ihr ein Team aufbauen wollt, ein kleineres Team mit nur 3 Leuten unter euch und 5.000 US-Dollar Teamvolumen, dann muss trotzdem jeder, der zu diesem 5.000 US-Dollar Teamvolumen beigetragen hat, einen KYC gemacht haben. Ansonsten wird euch der neue Rang nicht gut geschrieben. Also wenn ihr diesen neuen Rang erhalten wollt, dann kümmert euch bitte darum, dass die Personen unter euch auch diesen KYC gemacht haben, um
dann letztendlich die Boni gutgeschrieben zu bekommen. Wie kann man sich jetzt noch Tickets für das Event sichern bis Ende dieser Woche? Und zwar geht man einfach einmal in sein Telegram-Board hier auf die Tickets, dann öffnet sich die Ticketseite erstmal mit der Verlosung und anschließend kann man dann hier unten auf das Event gehen, um sich eben eines dieser Tickets zu sichern. Hier stehen dann nochmal detailliertere Informationen und wenn ihr dann unten wieder auf euren Button geht, dann könnt ihr hier entweder ein Ticket für 399 US-Dollar buchen, beispielsweise zwei für 400 oder das Ganze natürlich auch mit Zimmer direkt machen und ihr bekommt dann nochmal Post vom Profit Wallet Team, wo all eure Instruktionen drin sind. Da durch den KYC haben sie natürlich eure Daten und können sie euch dann letztendlich auch diese Formulare zusenden. Dann jetzt abschließend hier bei mir noch kurz die Statistiken. Ich bin bei einer Account Balance von 7.833 US-Dollar, was 3% in den letzten 30 Tagen entspricht, was ich an Return erhalten habe und 7,4% mit meiner Downline. Insgesamt sind es rund 19 US-Dollar, die ich mittlerweile täglich erhalte. Wenn man mal ganz am Anfang dieser Reise zurückblickt, dann ist das schon ein großer Fortschritt und natürlich auch durch die ganzen Reinvestitionen, von der wir jetzt hier auch eine sehen, steigt das Ganze natürlich nach und nach an. Und wenn man dann in den Bullrun kommen und potenziell auch mal 0,25% Rendite täglich sehen, dann reden wir natürlich nochmal von ganz anderen Beträgen von teilweise 40, 50 US-Dollar pro Tag. Das ist ein passives Einkommen von 1500 US-Dollar monatlich, für die ich nichts machen muss und aus meiner Sicht ist Profit Wallet dahingehend die Nummer 1 mit der Einfachheit und wie das Ganze hier über den Telegram-Bot übermittelt wird, man sozusagen keine Homepage braucht, kein Passwort oder sonstiges. Dafür ist eben der KYC und die Zwei-Faktor-Authentifizierung wichtig, dass ihr das alles immer direkt auf eurem Handy einsehen könnt und nachweisen könnt, dass ihr eben hinter diesem Account steht. Das soll es auch schon zu diesem Update-Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen, Anregungen, sonstiges habt, eure Meinung teilen wollt, einfach unter dieses Video. Wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt zu Profit Wallet oder anderen Projekten, lasst auch gerne ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.